Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Kalimdor. Oder, was besser passt, Kalimdor Exiles, weil dieses Gameplay spielt auf der World of Warcraft nachempfundenen Karte Kalimdor, die den Conan Kalimdor nachempfindet, nachbaut. Und ja, hinter mir seht ihr die ersten World of Warcraft Gebäude. Ich habe nochmal 3 Punkte aus meinem Wissensfundus, teure 3 Punkte investiert, um diese Gebäude dann freizuschalten. Habe die mal auch aufgebaut. Ich kann auch Mensch, also Wohngebäude aufbauen, aber das brauche ich jetzt nicht. Das hier ist das Sägewerk. Da kann man eben einen dieser Holzarbeiter reinspannen und ihm dann, je nachdem, was man ihm gibt, an Werkzeug und an Essen und an Geld, kann man die dann hier durch die Gegend schicken und für sich arbeiten lassen. Hier ist es straightforward. Das ist entweder Eisen oder Stahl. Wenn es höherwertig ist, ist es dann immer die Stahlvariante vom Werkzeug. Hat auch ein besseres Essen und ist teurer, wird aber dann wahrscheinlich auch der Ertrag höher sein. Das ist recht groß, das Sägewerk hier. Wir kriegen Besuch, kleinen Moment mal. Komm mal her. So, nix verkommen lassen. So, die Kollegen, die für uns Steine kloppen sollen, die haben nicht so ein großes Gebäude. Das ist hier sehr einfach gehalten. Das ist die Tagebauhütte. Und auch hier, man braucht einen Tagebauarbeiter und kann hier dann zum Beispiel eben, wenn man Sprengvasen, und das ist recht teuer, dann braucht man gehärtetes Stahl, was auch richtig ist. Um Dings abzubauen, braucht man wirklich mindestens eben gehärteten Stahl. Hier für das Schwarzeis eben auch gehärteter Stahl. Die Einheit, also die Sachen verbraucht es hier, das heißt, das Werkzeug ist auch nicht permanent. Ihr seht, ich habe hier einmal das mit Eisen probiert, weil ich da einfach nur gegrilltes Steak dafür brauche. Und ein Eisenpickel und dann habe ich nachher 1250 Eisen gekriegt für diese Kombination. Ist eine schöne Sache, das heißt, wenn man hier ohne Mods wie zum Beispiel Conscript arbeiten möchte, dann ist das sozusagen Built-in in dieses Game, dieses Gameplay. In diese Mod ist es eben standardmäßig mit drin. Finde ich cool. So. Dann habe ich hier nochmal was und da war ich der Meinung, weil sich das Ausbildungslager nennt, Menschen, dass ich hier sozusagen einen Rat der Schmerzenersatz habe. Ist es aber nicht. Ich habe es probiert, habe extra Leute gekeult, bin hierher. Ich konnte die hier nicht übergeben. Also da weiß ich noch nicht, was es ist. Kleiner Tipp vielleicht, wenn ihr das Video anschaut und ihr wisst, was es ist. Ein kleiner Tipp, für was ist es hier? Ist es nachher für Thralls, die fertig sind zum Leveln irgendwie? Brauche ich dann aber einen Ausbilder eventuell? Mal schauen. So, und also da weiß ich nicht. Hier keine Ahnung, hier ich sehe hier nichts. Ich habe hier eine Herstellungswarteschlange, also irgendwie scheint man da schon irgendwas zu machen. Ich weiß noch nicht, was. Okay, das merkwürdige Teil ist das hier. Das ist der Lagerwagen. Und zwar, das sieht schon cool aus. Ich habe hier, da konnte ich jetzt zum Beispiel so einen Kämpfer reinstecken hier oben. Aber wenn ich jetzt hier versuche, irgendwie normales Essen reinzupacken, geht nicht an. Also ich habe keinen Brennstoff hier. Ich wüsste auch nicht, was passiert. Wandelt es dann den in, muss ich dann hier einen auswählen und sagen, hier, ich habe hier den Fighter, mache mir da einen Tänzer draus. Aber warum ist es dann ein Lagerwagen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder? Wenn ich jetzt hier, kann ich jetzt hier, nee. Ja. Den kann ich übrigens, den kann ich da drüben reinstecken, aber eben auch nur in, nicht hier oben rein, sondern ich kann eben, ja, hier rein. Aber, Handwerk, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich würde dann wieder hier rüber, da sehe ich ihn wenigstens, da steht er dann schön da. So, die, das hier wieder nehmen wir mit. Diese Handwerker, die habe ich mir in
Hier, Mitarbeitervermittlung, war gut, dass ich mir das aufgeschrieben hatte. Hier besorgt, in Sarahmore. Und die haben 5 oder 10 Silber gekostet, also eine Lachnummer. Also da ist, das ist wirklich super günstig, gar keine Frage. So, das einfach mal zu dem, was ich jetzt hier mal aufgebaut habe. Ich werde jetzt wieder Richtung Norden reiten und ich nehme euch dazu, wenn ich irgendwo hier an der Ecke bin, weil wir werden das hier anschauen, das hier noch anschauen. Da waren wir ja schon drin, das ist ja die Ruine, aber wir gucken noch mal, wir schnuppern noch mal rein. Vielleicht kann ich hier was triggern, da war es ja nicht ganz so intensiv mit Gegnern bestückt wie jetzt hier, wo ich nicht unbedingt rein will. Und wenn wir die zwei Dinger hier uns zumindest mal versucht haben zu clearen, dann geht es in diese Region. Da bin ich mal gespannt. Das ist heute so der Plan. Dabei sind wieder Lian, Onis und Marvin. Und das sind übrigens die neuen Mitarbeiter, die ich dann heute besorgt habe. Hier einen Zauberer, damit ich die Zauberseiten herstellen kann. Dann haben wir hier Captain Joshua. Das ist, glaube ich, ein Dings, oder? Ein Piraten T4. Dürfte so ähnliche Liga sein wie Onis. Und der ist mir einfach reingelaufen. Das ist ein Sumerian Archer 3. Vielleicht kann ich sie doch irgendwie noch brauchen. Mal schauen. Das ist der Plan. Ich werde jetzt noch kurz was trinken und was futtern, damit ich voll bin. Und dann mache ich mich auf den Weg und ich hole euch dazu, wenn es spannend wird. Oder, nee, wenn es spannend wird. Es wird natürlich auch spannend, wenn ich da oben bin. Da, wo wir eigentlich hinwollen. Dann bis gleich. So, wir sind jetzt hier oben an der Brücke. Ich glaube, das haben wir uns das letzte Mal noch nicht angeguckt. Und wir sind hier potenziell in einer unfreundlichen Gegend, aber das sehen wir gleich. Solche Mods wie jetzt Kalimdor oder auch Savage Wild, die bringen natürlich, oder nee, nicht bringen, die erhöhen den Widerspielwert vom Basisspiel. Ich meine, wenn man Conan eine Weile gespielt hat, ah, das sind die, cool. Oh, Säureverätzung. Okay, kriegen wir die Nuss. Das war eine Überraschung. Aber wenn man es weiß, geht's. Okay, ah, stimmt. Da. Okay, also auch hier wieder. Ja, da wollte ich mal so hin, dass man dich schön anschauen kann. Danke. Wow, cool, super gemacht. das ist absolut edel. Also da muss ich wieder mal, ah, tu mal hier den hier rein. Da muss ich einfach wieder mal. Ich sitze hier und grinse. Das ist genial gemacht. Also da steckt auch, also in solchen Detailarbeiten, das ist doch auch eine enorme Menge Arbeit, oder? Also. Das ist immer alles mal. Ah, nee, das. Ah, komm, nehmen wir mal alles mit, können wir nachher sortieren. So, mal gucken, wie weit wir da reinschnuppern können. Die war natürlich jetzt, wie geht's euch? Erholt. Ah, hier hat ein bisschen was abgekriegt, auch was abgekriegt. Okay. Schön. Ich will es nicht Glück nicht herausfordern.
Ach nee, habe ich keine Pfeile dabei. Och, Menno. Okay. Gucken. Ja, Trigger, Trigger, Trigger. Sehr gut. Ihr greift ihn an. Das sind normale. Oh, verdammt. Okay, das war jetzt. Okay. Das war jetzt heftig. Dann würde ich sagen, ich hole euch dazu, wenn ich da hochgejoggt bin. Du wurdest getötet. Okay, also. Da werde ich umdisponieren. Ich habe ja noch ein Pferd rumstehen unten. Und dann mache ich schnell einen Sattel. Und dann kann ich das dann nachher dann heimschicken. Ich glaube, das hier ist es. Jawohl, das hat dann eh eine Home Position schon. Okay. okay, dann bis gleich. So, sind wir wieder oben im Norden. Ja, das ist der Vorteil, wenn man mehrere Pferde hat. Also zur Not hätte ich nochmal zwei, die ich dann aus dem Stall rausholen müsste. Wo sind wir jetzt? Nee, ich bin. Ach, nee, oder? Bin falsch abgebogen. Ach. Dann bin ich doch noch nicht ganz da. Shit. Ich war gemeint. Boah, ich war gemeint. Ich hab gemeint, das hier sei die Brücke, wo wir da. Aber die sehen gleich aus der Langfahrt geht's lang. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Da habe ich mich echt verschätzt. Meine Fresse. Ich habe jetzt nur optisch noch leichte Klamotten. Ich habe jetzt die mittlere Rüstung schon mir mal angetan. Einfach um ein bisschen besseren Schutz zu haben. Natürlich, wenn man je nach, erstmal war es Gift und Blutung, da bringt die beste Rüstung nichts. Da hilft eigentlich nur Ausweichen und wenn man Glück hat oder wenn man ein Schild hat, vielleicht blocken. Das wäre noch eine Option gewesen, aber Schild habe ich ja nicht. Also von daher. Was natürlich doppelt doof ist, das ist jetzt sozusagen von dem Tag, den ich jetzt hier eigentlich mit euch zusammen verbringen wollte hier, würde es auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Nacht Einzug erhalten, weil jetzt bin ich einen halben Tag unterwegs. Also wir sind bei Dämmerung, sind wir dahin. Dann habe ich mich töten lassen und jetzt bin ich in-game. Ich glaube so gegen 8 oder was bin ich an meiner Base weg. Und? Was haben wir wieder vergessen? Wir haben wieder vergessen, die Scheißmatte zu legen. Ja, das ist versaut. Ich meine, ich spiele sonst eigentlich irgendwann relativ früh, kommst du immer in diesen High-Level-Bereich. Das ist ja diese Gewohnheitssache, dann weißt du, welche Rüstung du hast, du weißt, welche Gefährten du dabei hast, Waffen etc. Und dann hast du natürlich eigentlich nur, wenn du dich mal verpeilst, wenn du einen Disconnect hast, wenn du abgelenkt wirst, dann stirbst du noch. Aber ansonsten ist es ja eher so, dass du im normalen Gameplay nicht die riesen Gefahr hast zu sterben. Also so sind wir gleich da. Ja. So, jetzt hoffe ich bloß, dass meine Gefährten natürlich noch leben. Ich hoffe ja, die haben genug Lebenspolster. Ich will mich mal hier anpirschen. Da ist meine Leiche. Wo sind meine Gefährten? Das wäre natürlich super ärgerlich, wenn die nach Hause zurückgekehrt wären. So schwebt da eine Keule. Ne, Pferd. Nein, nein, nein. Hierher. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo meine Gefährten sind. Die Gefährten, wo sind sie? Getreuen, die sind. Kehr nach Hause zurück. Ah!
Ah, okay. Also, dann machen wir hier jetzt einen Cut an der Stelle. Und ich werde mich jetzt mit der Slash-Home-Geschichte aus dem Pipi-Mod nach Hause porten und da auf die Gefährten warten. Mal schauen. So, dann kann ich das Viertel erstmal wieder abstellen. Ah, da ist zumindest hier die Kollegin ist da. Er ist da und sie ist da. Okay, dann komm, dann geht's jetzt wieder ans Viertel ist auch da. Dann geht's wieder da hoch und ich hol euch wieder dazu, wenn wir vier oben in der Region sind, wo wir eigentlich hinwollen. Bis gleich. So, ich bin schon ein Stückchen weiter geritten, weil ich natürlich gleich die zwei Wachen, die mittlerweile da am Eingang waren, die sind respawned. Da machen wir mal hier ein Bemerkungsheld. Das sind die ist da Tür. Giftdolche. Ein paar Infos mal sammeln hier, damit ich weiß, wo ich mit was zu rechnen habe. Dann gucken wir nochmal hier bei den Schlangenheinzen kurz rein. Die waren im Verhältnis zu denen jetzt nicht mal so schlimm. Aber ich werde, sobald ich jetzt in der Nähe bin, als allererstes immer mein Feldlager aufschlagen. Damit wir es gar nicht mehr das Risiko eingehen. Okay. Können wir hier. So. Du bleibst jetzt auch hier. Wir gucken da nochmal rein. Vielleicht können wir da was triggern. Ist eh dann Nacht, das heißt. Nee, da machen wir es anders. Dann hole ich mir hier schnell Holz und Stein. Da unten ist auch was. Ich habe noch ein bisschen Habba-Habba dabei. Da oben ist Stein. Dann machen wir uns ein. Ach nee, doch ja. War jetzt da kein Ast dabei? Also echt nicht wahr, oder? Ja, so viel Glück musst du mal haben. Ist echt nicht wahr. Komm, Ast. Ah. Auch kein Ast auf dem Boden. Och, Kinos. Da ist ein Ast. Okay, das langt. Dann holen wir uns noch einen Stein. Machen wir kurz ein Lagerfeuer. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter, wenn es hell wird. Dann gucken wir noch mal ganz kurz da zu den Schlangenheinzen rein. Jetzt wollte ich aber dabei wieder auf Folgen, sonst geht er nämlich heim. Und schawuppdiwupp herstellen. Und das Holz rein. Und da habe ich ja ein bisschen was gesammelt. Ja, dann würde ich sagen, ich hole euch dazu, sobald es wieder hell ist. So, der Morgen ist angebrochen. Pferdel habe ich geparkt. Wir gucken hier nochmal rein. Ich will nicht zu viel riskieren. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Ja, wie gesagt, ich trage jetzt mittlerweile die mittlere Rüstung, aber es ist natürlich nur 305. Wir sind ja hier noch ein gutes Stück von, sage ich mal, sinnvoller Rüstung entfernt. Aber hätte an sich wahrscheinlich eh nicht viel gebracht. Der Giftschaden war schon enorm.
Boah. Da ist ein Steinnasenboss. Die Steinnasen sollten jetzt nicht das Thema sein. Das sind genau, komm mal her. Ach komm, ich baue sie ab. Nichts verkommen lassen. Okay. Ja, komm her. Den Boss würde ich natürlich schon gern nehmen, aber da ist einer von. Da müssen wir vielleicht von der anderen Seite ein bisschen ran. Dass wir zuerst den großen Schlangenheinz erledigen. Was haben wir denn hier noch? Da ist auch ein Schlang. Boah, sieht cool aus. Schön. Aber ich will natürlich das auch nicht überstrapazieren. Wir wollen uns ja eigentlich was angucken. Und die Gier jetzt den Boss zu triggern. Na, kriegen wir den Einzelnen? Na, komm. Ja, vielleicht von hier drüben jetzt. Ja, sehr schön. Dann können wir uns nachher, wenn es gut läuft, den Boss holen. Der blutungsresistent? Ich krieg keine Blutung auf den drauf. Aber gegen richtig Haue kann auch der nichts machen. Oh, Dings gekriegt. Na. Hier Obsidian-Komposit. Und du bist aufgestiegen, genau. So, und du bist noch 18. Ja. Und du bist. Oh, du bist auch aufgestiegen. Sehr schön. So. Wie sieht's bei euch gesundheitstechnisch aus? Der haut ja so ein Dings raus. Ne, den lassen wir. Kinders, den lassen wir, den lassen wir, den lassen wir. Ich habe kein Schild dabei, weil der haut ja diese Spikes raus. Und da ist meine Rüstung im Moment noch zu schlecht. Jetzt ein Schild dabei hätte, dann würde ich sagen, gar kein Thema. Aber ein bisschen Action hatten wir ja. So, kurz was essen. Stahl, Rohasche. Ja. Also die Satyre, da bin ich mal gespannt. Also ich denke, das ist dann eher was, wenn ich dann, sag ich mal, ein bisschen besser gesattelt bin. Da unten ist noch was. Dann lassen wir die gerade mal hier stehen. Freund oder Feind? Feind, sehr gut. Komm her.
Ich wollte gerade sagen, ich hab doch zuerst zugeschlagen. Dann nehmen wir den hier. Was hast du? Oh, nix. Und wo liegt der andere? Okay. Ah, das ist nicht wahr, oder? Das ist genau derselbe Scheiß wieder auf der Originalkarte. Das muss ja irgendwas, genau, jetzt, wo wir ja sozusagen in direkten Kontakt mit dem Mod-Autor stehen. Mich würde mal interessieren, dieses Verschwinden der Leichen, das passiert ja faktisch nur bei Menschentypen. Also in dem Fall jetzt, es war ein Ork oder so, aber ich sag mal, wenn das Basis, der Basis-Blueprint sozusagen, die Basisvorlage ein Mensch ist, was ist an denen anders als an Tieren? Ja, schön Eisen. Die, doch, wollte gerade sagen, die greifen an. Das sind diese Reptilienartige, der hängt an der Deichsel. Ja, Marvin muss ich gucken, wenn ich irgendwo mal eine bessere Waffe erbeute, weil hier ohne es habe ich den gehärteten Stahlhammer gegeben. Der ist jetzt deutlich besser wie das, was er eben vorher hatte. Und die Kollegin kam ja eh mit einer guten Waffe, von daher spielt es keine Rolle. Das gucken wir mal hier. Ah, okay. Wir schauen hier in diese Richtung. Alles klar. Dann jetzt zurück zum Lager einpacken und dann auf den Weg machen, oder? Was geben die für Fleisch? Oh, exotisches Fleisch. Dann nehmen wir die. Dann zerlegen wir es auf jeden Fall. So, Marvin, du nimmst mal das hier. Das ist so der Standard. Das können wir rausschmeißen. Das können wir immer sammeln. Das und das. Ich habe jetzt momentan die Keulen wieder alle bei mir drin. Ich hatte vorher den Effekt, dass es, ich weiß nicht warum, die plötzlich mit der Keule angegriffen haben. Was ja nicht funktioniert, ist momentan per Follower Remote das Umschalten. Zurück ins Inventar und auf geht's. Aber die sind immer auf den tödlichen Waffen stehen geblieben. Also von daher war es an sich kein Problem. Wildschweine. Eigentlich müsste ich die Wildschweine zerlegen. Warum? Weil ich das Fleisch brauche. Braucht das Fleisch für, ich weiß nicht, was, die Sägewerke oder das andere? Die, so, die Köppe kann ich rausschmeißen. Halt, falsch. Dann Marvin, du nimmst mal, was du schon eh hast. Und jeweils. Das können wir auch rausschauen. Die hier, das ist wichtig. Und das können wir dann bei der nächsten Nachtschicht sozusagen wieder verarbeiten. Mal kurz was
trinken. Ah, nicht ganz voll, das ärgert, habe ich einmal. Irgendwas erbeutet was? Nee, habe ich nicht. Shitkram. Okay. Sagen Flüssigkeit gibt. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir müssen natürlich jetzt vorsichtig sein. Es wird ein Gebietswechsel. Ich gehe mal davon aus, da das relativ weit außen ist, dass das dann hier eher auch, sage ich mal, ein High-Level-Gebiet ist. Ich meine, einzelnen von den dicken, egal wer es ist, sollten wir klein kriegen. Da haben die auch jetzt mittlerweile den Lebensbuff. Buffer, den haben wir jetzt eigentlich hoch genug. Wieso wackeln die Bäume da so? Winken die uns zu? Wollen die uns warnen? Das ist Blackhand. Sollte eigentlich, wenn die Original Blackhand Level sind, sollte das kein Thema sein. Gucken wir mal kurz. Ja. Okay, das war auf jeden Fall kein Thema. Oh, nichts davon. Nehmen wir nur die Innereien mit. Hey, könntest du mal aufhören, Marvin zu hauen? Das ist echt nicht nett. Und Marvin? Nee, das ist gar nicht. Das ist Lean. Was ist mit dir los? Ja, jetzt blöde Klappe haben. Also, das nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das haben wir eh schon gesammelt. Das kann man immer brauchen. Doppelschwert aus Stahl. Na, Stahl braucht man. Aha. Doch, wisst ihr was? Ich mache das jetzt anders. Marvin, du kriegst ein Doppel. Das hat 3. Obwohl, es hat 33 und das Doppelschwert aus Stahl. Geht mal hier rüber, bitte. Da liegt auch noch jemand. Ah, Chitin hat man auch noch nicht. Nee, das hat auch 33. Okay, braucht man nicht. So, dann gucken wir mal, was wir hier drinne haben. Ah, guck mal die Betten an. Cool, oder? Ah, ich liebe es, ich liebe es. Ist das so ein Brief? Nee, kann man nicht mitnehmen. Geht mal ihr da raus, bitte. Ist das eine Truhe? Ja, die kann man aufmachen. Sehr schön. Okay, die Axt. Wahrscheinlich. Ne, da geht man an die Truhe ran. Ist aber okay. Alles gut, alles gut. Marvin, du übernimmst mir wieder ein bisschen was. Das will ich eigentlich behalten. Was haben wir hier? 30. Falcata, raus damit. Pum, 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 nach Hostertierchen gerade eben, nach Gewicht. Deswegen auf jeden Fall gehärteten Stahl. Ist ja im Moment noch wertvoll für mich. Bin jetzt mal gespannt, aber ich nehme nicht an, dass das jetzt hier eine Gegend von diesem Level her ist. Aber das sehen wir ja gleich. Wir sind jetzt hier in diesem Eingangsbereich. Ich würde mal bis hier, ja, vielleicht hier, wenn wir dann erkennen, wer hier zu Hause ist. Da wird es wahrscheinlich hier reingehen. Ist das der nee, das ist zu klein für den Ungorokrater. Ich weiß auch nicht, ob der auf Kalimdor war. Mal gucken, ob ich eine Matte legen muss. Oh, 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 das sieht mir nach einem Boss aus. Ah, nee, das sind diese Dingsmonster, diese Sturmmonster. Ah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich eins würden wir packen, aber diese kleinen Fliegeviecher, diesen. Ja, da kommen sie schon. Einer der wenigen Dinger, wo ich mit Q arbeite.
weil es mir echt so auf den Zeiger geht. Die Shagai-Larven. Das ist. Mir geht das Gesumme so furchtbar auf dem Ding. Nee, wir lassen es. Nicht gierig hier, wir wollen ein bisschen was angucken. Ich will nicht wieder durch die Gegend joggen. Ich habe heute eh schon sozusagen zeittechnisch Viertelstunde oder sowas. Wenn es langt, war ich allein auf dem Pferdl unterwegs, um irgendwo hinzureiten, wo ich vorher schon mal war. Einmal hochreiten, dann euch dazu, dann sterben. Hochreiten, dann feststellen, dass die Begleiter schon nach Hause gereist sind. Dann slash home heim. Das ging ja immerhin schon mal recht zügig. Und dann nochmal hochgeritten und das waren jedes Mal so 5, 6, 7 Minuten, bis du dann oben bist. Das war dann schon. Ah, das sind doch Blutelfen hier, oder? Aber. Feuerschwingendorf, ja, auch da klingelt's bei mir. Nee, ich bin neutral. Okay, alles klar, alles gut, Kinder. Alles gut, dann kann ich jetzt die Matte, die leg ich. Dich nehmen wir mit, du kannst wieder folgen und die mufen wir. Hier vor irgendwo. Sicher ist sicher, wenn was schief läuft, dass ich dann zumindest eine Chance habe, hier in der Nähe zu respawnen. Nur mal die Waffe weg. Wir wollen ja nicht provozieren. Also gucken wir uns erstmal hier. Boah. Schön, schön, schön. Blutelfenwache, Koch, Koch. Auch hier wieder Portale, aber die benutzen wir nicht. Das kommt irgendwann mal. Also ich glaube, dass der Spieldauer, also bis man wirklich auf dieser Karte alles sich angeguckt hat, alles entdeckt hat, ist deutlich höher wie bei dem klassischen Conan-Spiel. Rüstungsmacher. Alchemist, Kämpfer, ein Taube. Ja, coole Lage hier davor. Ja, das können wir so als Thumbnail, denke ich, für die heutige Folge machen. Dann machen wir es doch so. Ja, ja, teilweise sind es, sage ich mal, einfach die Rüstungssets aus dem Originalgame verwendet, nehme ich mal an. Aber hier jetzt zum Beispiel, das ist ja alles neu entworfen. Ich will so eine Figur haben. Kann man die kaufen? Blumenhändlerin. Okay, da kann man irgendwelche Pflanzen kaufen. Das ist ein Kellner. Die Statue hätte mir jetzt gefallen.
Meine Fresse, ich will gar nicht dran denken. Es ist unverschämt zu fragen, wie viele hunderte Stunden da jetzt drinne stecken, weil wenn das sieht ja cool aus. Sowas will ich auch haben. Händler. Kann man so ein Regal kaufen? Blutelfenbücherregal, 25 Goldmünzen. Cool. Das werde, ja, das brauchst du auch, keine Angst haben, da gebe ich nichts zurück. Ah, und auch hier wieder Portal. Aber auch das lassen wir erstmal. Da ich habe mir schon überlegt, vielleicht die nächste Folge will ich eine Easy Session machen, indem ich einfach euch dazu hole, wenn ich in Okrima am Zeppelin-Port bin, am Luftschiff-Port. Und das wird dann hergehen. Ah, da wollte ich noch hoch, genau. Da kann man nicht außen hoch. Nee, aber hier kann man außen hoch. Und dass wir dann einfach mal einen kompletten Rundflug machen. Keine Ahnung, wie lange der dann geht. Okay, das ist jetzt. Das wäre dann eine entspannende Folge. Eine Schildkröte. Nee, so eine Schildkröte macht durchaus Sinn hier oben bei den Wachen. So, was haben wir hier? Kellner. Die Regale sind cool. Das ist super cool. Das ist toll. Das gefällt mir. Das muss ich mir besorgen. Ja, das, ich sage ja, das ist, da sind wir bei dem Thema mit den Punkten. Wenn ich eben solche Sachen herstellen will, oh ja, habe ich gepennt heute. Ich wollte eigentlich gucken, wo ich. Ah, da ist auch ein kleines Luftschiff. Wenn ich natürlich jetzt hier sozusagen haushalten muss, ah, das würde ich gerne freischalten oder jenes. Ich habe jetzt momentan in der Phase auf jeden Fall eigentlich für sowas nicht genug Punkte, weil ich möchte natürlich meine Kollegen mit guten Waffen ausstatten. Da kommt ja noch, sobald wir dann das nächste Level haben, kommt da richtig fett was dazu. So. Will ich da runterreiten? Ne, ich will das hier oben will ich angucken. Das ist jetzt Feuerschwingendorf. Da will ich mal gucken, was da kommt. Und dann würde ich nämlich auch schon sagen, dass wir wahrscheinlich für heute schon wieder genug haben. Wird eh duster. Oh, ein Elchkönig. Könnte man den Elchtest mit dem machen? Ich habe meine Matte vergessen. Oder? Ja. Bin gleich wieder da. So, jetzt gucken wir hier noch, was sich da auftut. Das Pferdel und die Matte lassen wir mal zurück. Ah, das sind wieder Satyre, oder? Ja. Gott sei Dank, Einzelne sollte jetzt eigentlich nicht das Thema sein. Wieso kriegen meine Kollegen den Aggro nicht? Jetzt haben sie ihn. Nee. Sie ist ausgesold. Oh ja, das haben wir alles mit. Okay, dann ist das hier auch wieder so eine Satyr-Ecke.
Dann wäre das für mich so genau der Punkt, wo ich sage, machen wir Schluss für heute. Da können wir das nächste Mal aufsetzen. Ich lasse die Matte hier liegen, dann weiß man, wo man ansetzen muss das nächste Mal. Ja, war ein bisschen Action diesmal. Und, ja, ein bisschen was gelernt. Die Einsen mit der Hörner sind nicht zu verachten. Und ich weiß jetzt, wie groß die Karte ist. Also wir brauchen roundabout von hier unten mit dem Pferdel hier hoch. Ungefähr 5 Minuten, 6 Minuten. Das ist dann doch eine ganze Menge, wo man unterwegs ist. Okay. Also, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, abonniert den Kanal. Es schwankt ja immer ein bisschen mit den Abonnentenzahlen, aber heute waren die 770 dran. Ja, ich glaube 770 war klar. Ich gucke noch mal ganz aktuell live. Ich hoffe, dass es jetzt nicht weniger geworden ist. Wo habe ich es denn? Da habe ich es. Der Sport doch 770 und ja, ups, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, wie gesagt, abonniert den Kanal, dann könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ja, sonst wäre es einfach toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Conan Exiles, Kalimdor Exiles oder auch gerne in meinen anderen Gameplays oder Mods kurz vorgestellt. Einfach vorbeischauen, würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf. Und immer schön gesund bleiben. Bye bye.